Ein Klassiker aus dem pannonischen Raum ist der Esterhazy-Rostbraten. Wie man den macht, sage ich euch. Esterhazy-Rostbraten, den kennt man überall. Und muss dazu sagen, der ist ganz in meiner Nähe kreiert worden, nämlich in Eisenstadt. Eisenstadt war früher unter anderem auch der Sitz der Fürsten Esterhazy, des Fürstengeschlechts Esterhazy. Und da war es Fürst Nikolaus II. Der war ein ganz feiner, der hat die Kunst geliebt, unter anderem auch einen ganz weltberühmten Angestellten gehabt, Josef Haydn. War sein Hofkapellmeister, also Musik war für ihn ganz wichtig, aber auch die feinen Kochkünste. Er hat damals wirklich feinste Köche angestellt, die ihm die besten Sachen eben kreiert haben. Unter anderem gibt es ja die Esterhazy-Torte, Esterhazy-Schnitte und auch den Esterhazy-Rostbraten. Den haben wir jetzt einmal in seiner Form, Grundform hier mit den Zutaten. Was brauchen wir jetzt alles? Wir brauchen einmal ein Rindfleisch. Ihr könnt einen Rostbraten nehmen oder in meinem Fall nehmen einen Bayrit. Dann brauchen wir einen ganz normalen Bauchspeck. Dann brauchen wir einen Butterschmalz. Da wird das Fleisch dann drinnen gebraten. Dann brauchen wir Zwiebel. Und natürlich nicht zu vergessen, was typisch für einen Rostbraten, für einen Esterhazy-Rostbraten ist, ist das Wurzelgemüse. Das werden wir dann ganz fein schneiden. Dann kommt noch Pfeffer, Salz, Paprika rein. Estragon-Senf nehmen wir. Und Kapern kommen rein, eine Zitronenschale habe ich da fein gehackt, dann ein Knoblauch, Mehl, ein Rinderfond, also meine Rindersuppe, etwas Weißwein haben wir und dann Sauerrahm und eine Butter habe ich glaube ich jetzt auch noch nicht gesagt. Man merkt, es ist doch einiges an Zutaten, aber glaubt mir, es zahlt sich aus, er schmeckt wunderbar gut. Als erstes richten wir unser Fleisch her, in meinem Fall, da es ein Bayrit ist, der hat da oben so eine Fettschicht, die gehört unbedingt eingeschnitten, damit sich nachher dieses Stück Fleisch beim Heißmachen nicht so aufdreht. Das heißt, ich schneide da einfach einige Male, so 4-5 Mal ein. Und wie gesagt, diese Schicht löst sie während dem Schmoren wunderbar auf. Übrigens, eins müssen wir vorher machen. Wir werden unser Butterschmalz einmal heiß machen, damit dann das Fleisch gleich reingeben können. Das kann einmal heiß werden. Dann nehme ich das zweite Stück und das schneide ich ebenfalls einfach. Schaut, dass es schön durchschneidet, das Fett. Und dann verliert es diese Spannung, dann dreht sich das nicht auf. So geht das schon. Gut, was kommt jetzt? Das könnt ihr euch ersparen natürlich, wenn ihr einen reinen Rostbraten verwendet. Aber was man sich nicht ersparen kann, ist das Klopfen. Man muss dieses Fleisch entweder mit einem Hammer, einem Fleischhammer, oder ich mache es gerne mit der Hand. Ich klopfe da einfach drauf. So, nachdem unsere beiden Stücke wunderbar geklopft sind, gehen wir her, werden wir es ordentlich salzen. Gut einsalzen. Und auch den Pfeffer gebe ich schon drauf. Das Fett wird schon heiß, den Pfeffer reibe ich da auch rein und damit wird das Fleisch eigentlich vorbereitet und wir können schon bei großer Hitze einfach reingeben. So, ich lege einmal das Fleisch rein. Ich tue es einzeln machen, weil ich so keinen Platz da habe. Jetzt warten wir, dass das so eine richtig schöne Farbe wegkommt. Übrigens, in den Butterschmalz, man kann Sonnenblumenrapsöl genauso nehmen. Butterschmalz hat ein bisschen seinen eigenen guten Geschmack. Wichtig ist, keine Butter nehmen, weil ihr mit der reinen Butter keine Hitze, nicht die enorme Hitze zusammenbringt. Und dann wird es auch nicht wirklich, sondern es verbrennt euch vorher die Butter. Das schaut ganz gut aus. Und nach einigen Minuten hat es eine wunderbare Farbe gekriegt. Und das lege ich jetzt einfach einmal in einen Topf rein, da kommt dann nachher alles rein. Ich nehme das zweite Stück und das mache ich jetzt auch noch und dann sehen wir uns. So, und nachdem das jetzt auch eine wunderbare Farbe hat, kann man es eigentlich reingeben in den Topf. Was machen wir jetzt? Jetzt geben wir den Speck rein und die Zwiebeln, die kriegen dann eine wunderbare Farbe. Und das dauert jetzt noch ein paar Sekunden.
Unser Speck und unsere Zwiebeln sind jetzt wunderbar angebraten. Jetzt löschen wir das noch ab mit dem Weißwein. Den geben wir einfach rauf. Das verrühren wir noch. Ich nehme übrigens einen Welschriesling. Man kann da jede Sorte nehmen. Welschriesling passt meiner Meinung nach sehr gut dazu. Man merkt auch, wie die Zwiebeln abbinden. Das wird immer dicker. Und was noch dazu kommt, ist jetzt der Rinderfond. Ihr seht, da sieht man ordentlich die Fettringerl. Also das ist wirklich ordentlich viel vom Rind drinnen. So, das kurz einmal verrühren und das werden wir dann zu unserem Fleisch dazugeben. Jetzt können wir das da reinleeren. Ganz vorsichtig. Ganz wichtig, es muss das Fleisch ziemlich abgedeckt sein. So, Kochlöffel brauche ich noch. Das lassen wir jetzt kurz aufkochen und nach ein paar Minuten, wenn das aufkocht, drehen wir es ganz stark runter und lassen es einfach dahin schmoren für circa 50 Minuten bis zu einer Stunde. Also bei einer Stunde seid ihr auf der sicheren Seite. Und so lange müssen wir nicht warten, weil inzwischen machen wir unsere Esterhazy-Garnitur, das heißt unser Wurzelgemüse richten wir her. Bei unserem Wurzelgemüse schneiden wir das in feine Streifen. Das heißt, ein kleiner Trick, ich schneide einmal ein kleines Stück weg, damit das da relativ gerade wird und das gut liegt. Und dann schneide ich so, ich würde jetzt einmal sagen, das sind 3 mm große Scheiben einfach ab. Es ist ein Vorteil, wenn man da ein scharfes Messer hat. Es ist nämlich so, da kann man ziemlich abrutschen und es ist gut, wenn das Messer in der Karotte ist und nicht im Finger. Aber einfach vorsichtig sein. Dann gehe ich her, nehme einfach die Hälfte davon und jetzt schneide ich einfach Streifen darunter. Und in dieser Stärke kann man sie schon nehmen. Und das mache ich jetzt mit dem ganzen Wurzelgemüse und dann sehen wir uns wieder. Circa 55 Minuten sind vorüber. Man sieht, es ist herrlich, es hat herrlich geschmort da drin. Jetzt nehmen wir das Fleisch raus, weil wir müssen die Soße weiter bearbeiten. Das Fleisch ist ziemlich fertig. Es ist schön weich, schaut ganz gut aus. Genauso wollten wir es haben. Und was jetzt passiert, jetzt müssen wir die Soße noch weiter verarbeiten. Das Fleisch können wir dabei auf Seiten stellen. Es hat sich wunderbar verkocht alles. Jetzt gehen wir her und werden ein bisschen die Flamme etwas stärker aufdrehen, dass das ein bisschen stärker anfängt zum Kochen. Und wir gehen her und werden die Soße einmal abbinden. Nein, vorher muss ich noch was anderes machen. Da kommt ja noch was rein und zwar die drei Zutaten Kapern, Knoblauch und Zitronenschale. Die können wir jetzt schon reingeben. Die können da drinnen einfach weiter köcheln. So, das geben wir einmal rein und da werden wir einmal kurz umrühren. Der Geruch, herrlich, herrlich. Diese Zitrone, die darüber kommt und der Knoblauch, ganz herrlich. Allein schon vorher hat es sehr gut gerochen, aber jetzt riecht es wirklich sehr gut. Gut, jetzt, was ich vorher gesagt habe, das köchelt jetzt weiter. Wir nehmen den Sauerrahm, geben den da rein. Dann nehmen wir die Paprika, das Paprikapulver und den Senf. Da brauche ich ein kleines Löffel. Und das geben wir auch da rein. So, und dann kommt, ich werde es glaube ich einmal vorher kurz vermengen. Und dann werden wir da das Mehl auch noch dazugeben. So. Das werden wir jetzt einmal kurz verrühren und jetzt kommt noch das Mehl dazu. So, brauche ich nicht alles. Und das verrühren wir jetzt einfach einmal und das kommt jetzt wirklich so in unsere Soße rein.
gut vermengt. Und das geben wir jetzt da einfach rein. Und verrühren das ganz einfach. Weiter geht's jetzt mit unserer Esterhazy-Garnitur, so heißt das. Das heißt, mit unseren feingeschnittenen Wurzelgemüse. Dafür nehmen wir die Pfanne von vorher, wo ich das Fleisch gemacht habe. Das passt ganz gut, die kann man da einfach nehmen. Geben die Butter rein. Und da werden wir jetzt unser Esterhazy-Gemüse drinnen einfach leicht andünsten. Die Butter ist jetzt schön zergangen. Jetzt legen wir das einfach rein und werden das jetzt einfach drinnen andünsten. Das wird jetzt dadurch natürlich schön weich, aber es soll trotzdem noch knackig bleiben. Also es reichen ein paar Minuten, dass das so wunderbar weich wird. Da kommt noch eine kleine Prise Salz drüber, damit es auch wirklich dünstet, die paar Minuten. Am Deckel sollte man drauf geben. Gut, da warten wir jetzt einfach ein paar Minuten. Da können wir ein bisschen zurückdrehen, die Karotten oder besser gesagt das Wurzelgemüse. Ein paar Minuten und dann können wir eigentlich schon auch unsere herrliche Soße, die macht noch ein paar Minuten, kommt das Fleisch rein, noch ein bisschen warm werden fürs Fleisch, eine Zeit und dann können wir anrichten. Der Esterhazy-Rostbraten ist fertig. Es riecht wirklich genau typisch dafür. Der hat nämlich seinen eigenen Geschmack. Das ist ganz was Eigenes. Jetzt schauen wir mal. Jetzt holen wir es ihn einmal raus, ein Stück. Und ja, genau so muss das ausschauen. Schaut euch das an. Herrlich. Und natürlich werden wir ihn jetzt einmal kosten. Da kommt dann die feine Soße drüber. Ah, das schaut ganz herrlich aus. Da schaut euch was an. Herrlich. Und natürlich, was noch dazu kommt, sind unsere Esterhazy-Garnitur. Unsere Karotten oder besser gesagt unser Wurzelgemüse, das geben wir einfach nebenhin. Und was natürlich sehr gut dazu passt, sind Kartoffeln. Ihr könnt auch Salzkartoffeln oder ihr könnt genauso Teigwaren dazugeben. Könnt ihr alles. So, jetzt werden wir es einmal kosten müssen. Das schaut wirklich gut aus. Schauen wir mal. Oh, es ist sehr heiß und das Fleisch ist irrsinnig weich. Nach einer Stunde schmoren ist das ganz, ganz was Feines. Aber ihr seht, es ist sehr heiß. Jetzt schauen wir mal, wunderbarer Saft. Mm. Leute, das müsst ihr probieren. Ist ganz was Eigenes, schmeckt wirklich. Das ist Rindfleisch auf höchster Klasse. Mm. Dazu dieses Wurzelgemüse. Also, es ist ein bisschen Arbeit, aber es ist wirklich, es zahlt sich aus. Es schmeckt wunderbar gut und ich wünsche euch, dass euch das so gelingt wie mir und vor allem, dass euch schmeckt wie mir. Alles Gute dafür. Pfiat euch.